Ganz oft werde ich gefragt, Jan, wie sieht das denn aus mit dem Thema Alkohol beim Abnehmen? Weißt du, bei dem Thema Alkohol muss ich erstmal gestehen, bin ich ein bisschen vorbelastet, vorgeprägt. Was meine ich damit? Ich habe früher, vor allen Dingen in meinen 20ern, gesoffen wie ein Loch. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich selbst trinke heute auch ab und zu nochmal Alkohol. Vielleicht im Schnitt einmal im Quartal. Aber es gab auch Phasen, wo ich mal ein Jahr oder so gar nichts getrunken habe. Aus Gründen mal der Selbstbeobachtung oder irgendwelche Ereignisse, die mich da wieder ereilt haben. Und ich teile jetzt mal hier im total intimen Raum mit dir mal folgenden Fakt. Weißt du, mein Vater, der ist an Leberzirrhose gestorben, weil der leider das Thema Alkohol ein Leben lang nicht im Griff hatte und zuletzt immer weniger im Griff hatte. Und ich habe halt einfach gesehen, mal abgesehen von meiner Arbeit in der Suchtberatung und auch mit Suchtkranken, habe ich halt einfach auch gesehen, wie ein Mensch, nicht nur irgendein Mensch, sondern mein Vater, halt eben an dem Zellgift Alkohol halt auf Rate verstorben ist. Man könnte auch sagen, er hat sich in gewisser Weise damit auch selber auf Rate hingerichtet und müsste eigentlich in die Selbstmordstatistik rein, wenn man so will. Und Alkohol ist ja wirklich eine ganz furchtbare Droge und gesellschaftlich aber absolut akzeptiert, ne? Man muss einfach nur irgendwie das alles in ein nettes Glas schütten und ein nettes Umfeld kreieren und schon nennen wir das Kultur und schon ist gut, ne? Und du hast draußen tausend Feste, die ja allkulturell so wichtig sind, wo man sich dann regelmäßig die Birne wegknallt. Das ist in gewisser Weise finde ich auch okay, aber für mich geht es einfach klar darum, es nicht zu trivialisieren. Das vielleicht mal so als kleine Vorrede. Weil klar ist, grundsätzlich, wenn es darum geht, abzunehmen oder auch bei mir im Coaching, worum geht es denn da? Grundsätzlich geht es ja um Gesundheit, damit das Symptom Speichermodus, das heißt übermäßige Fetteinlagerung, ist ein Symptom von einer darunter liegenden hormonellen Problematik. Dann predige ich hier immer wieder. Es geht hier um Gesundheit. Gesünder werden und wenn du gesünder wirst, dann nimmst du ab. Get healthy first, then lose the weight, sage ich immer. Und die gute Frage ist, zum gesünder werden gehört da ein Zellgift, Alkohol dazu? Nö. Trinken wir ihn trotzdem? Jo. Und da ist auch wieder die Dosisfrage total entscheidend. Wichtig zu verstehen ist halt einfach, was du tun möchtest, wenn du abnehmen möchtest. Du möchtest ja Fett verbrennen. Nun ist die Leber dafür verantwortlich, da quasi das Fett, was dann aus den Depots kommen soll, idealerweise, wenn du Zugang oder wenn deine hormonelle Gemengelage es zulässt, dass du Zugang zu deinen Fettreserven hast, dann wird das eben da rausgepackt und die Leber baut das Ganze dann um in Ketone, halt eben in Energiekörper, die dann eben aus dem eingelagerten Fett entstehen, die du in der Zelle für Energie verbrennen kannst, ganz relativ einfach gesprochen. Das macht die Leber sehr, sehr gerne. Die Leber ist sowieso ein Wunderwerk an über 500 Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Aber wenn die Leber jetzt einen akuten, ist ja unser Entgiftungsorgan, die Leber, ne? Und wenn die halt einfach einen akuten Vergiftungszustand feststellt, nämlich besoffen sein, ist halt eben das, was das Zellgift Alkohol macht, ne? Dieses Gefühl, weshalb wir das ja auch zu uns nehmen, dann macht die im Wesentlichen kaum was anderes, als dieses Toxin erstmal abzubauen. Wenn sie halt eben dann nichts anderes tut, ja, dann weißt du, was ich jetzt sage, bist halt raus aus der Fettverbrennung. Das heißt, wenn du halt regelmäßig Alkohol konsumierst, bist du faktisch raus aus der Fettverbrennung. Bis du wieder bei 0,0 angekommen bist, mehr oder weniger. Beeinflusst also den Prozess des Fettabbaus drastisch. Das ist die Frage, willst du das? Nächste Frage, die du dir stellen kannst, wenn es dir um den Geschmack des Getränkes geht, jetzt wird es ein bisschen böse, kannst dich mal selbst überprüfen, wenn es dir halt um den Geschmack des Getränks geht, du, es gibt leckeres alkoholfreies Bier, es gibt alkoholfreien Wein in aller Weise, ja. Wenn es dir ja nur um den Geschmack geht, dann nimm doch den. Jetzt bringe ich das öfter zum Vorschlag, ne? Und manche sagen dann, oh, okay, ich versuch's, alles klar. Und manche sagen, oh, das geht aber nicht. Sag ich, wieso geht denn das nicht? Naja, doch, Alkohol ist ja im Wesentlichen,
Ich habe hier Biersommeliers im Coaching, ne? Und ich sage mal so, Alkohol an sich ist ja relativ geschmacksneutral, ne? Habe ich mir sagen lassen. Das heißt also, wenn du nicht das alkoholfreie Getränk nehmen willst, aber du sagst, es geht dir nur um den Geschmack, ja, dann sage ich dir, dann ist großer Teil des Genussmotives eine Dröhnung. Und das stelle ich einfach mal. Und das ist ja auch okay, weil hier bei mir geht es einfach nur darum, no bullshit. Lass uns einfach aussprechen, was ist. Du trinkst halt einfach wahrscheinlich so ein, zwei von was auch immer, abends nach Feierabend, einfach um zu genießen, um runterzukommen. Naja, um die Wirkung zu erzielen. Sonst könntest du ja was anderes Leckeres trinken, was keine Dröhnung drin hat. Nur zur Klarheit, damit wir uns richtig verstehen. Was kann man machen? Selber seine Motive, seine Handlungen überprüfen, Dosis überprüfen, draufschauen, was brauchst du wirklich. Und vielleicht nochmal gucken, kann ich eigentlich noch Pausen machen? Geht das ohne Stress? Kann man sich überlegen. Und eine Sache, ein Klient, das hier mal, ein Coach, ein lieber Mann, mal gesagt, Grüße gehen raus an Cornelius, für sich statt Intervallsaufen, sagt er, entdeckt. Was meint er damit? Es ist besser, dem Körper ab und zu mal was zuzumuten, dann on point, dann auch vielleicht mal über die Dosis drüber hinaus, ja, drüber, okay? Wenn man danach wieder Zeit und Ruhe hat, das auszupendeln. Das heißt, der Körper kommt mit einem Tsunami deutlich besser klar als mit einem ständigen Hochwasser. Was meine ich damit? Wenn du ihm mal kurz und hart was zumutest und danach er den Raum hat, das Ganze wieder auszupendeln, dann ist das kein Problem. Dann ist, wenn der richtige Abstand dazwischen ist, kann man sogar sagen, da ist einmal kein Mal. Das heißt also, wenn du, was weiß ich, einmal im Quartal dir einen Vollsuff gönnst, ist das bei weitem nicht so folgenschwer, wie als würdest du jeden Tag ein bisschen. Steht der Tropfen, hüllt er nämlich den Stein. Ab und zu mal eine Gießkanne über den Stein, ist dem Stein egal. Damit wir uns da verstanden haben. Also, Klarheit da drin. Das ist ein Zellgift. Wir reden hier über Gesundheit, die wir uns zurückholen wollen. Also hat das grundsätzlich da eigentlich gar nichts verloren. In aller Ehrlichkeit, grundsätzlich hat Alkohol, wenn es darum geht, gesünder zu werden als Zellgift, überhaupt nichts in einer Ernährung, ne, die für uns Teil der Lösung sein soll, verloren. Ende. Ne? So, fertig. Das ist schon mal das Erste. Kannst du trotzdem Alkohol trinken und abnehmen? Ja. Du musst halt genau wissen, wann, wie viel und was macht Sinn. Und du musst halt dieses Thema halt einfach überprüfen und auseinandernehmen. Und gucken, was halt funktioniert und was nicht. Meine Empfehlung ist ganz klar, wenn du dir wirklich deine Gesundheit zurückholen willst, dann geht es darum, deinen Körper nach allen Möglichkeiten, die du da hast, halt eben zu unterstützen. Und wenn du halt einfach den Alkohol weglassen kannst, ja, wenn du ihn einfach so weglassen kannst, überprüfst bitte, na, dann tu's halt. Zumindest mal für eine Zeit lang, bis du mal aus dem roten Bereich wieder raus bist. Das mal zu dem Thema Alkohol. Ne? Und halt einfach, er unterbricht halt das, den entscheidendsten Prozess, wenn du abnehmen willst, nämlich die Fettverbrennung. Also bescheuert, da könnte es nicht sein, ja, das Ganze zu tun. Mal abgesehen von allen anderen langfristigen Organschäden und, ne, jetzt Polyneuropathie, ne, Nervengeschichten und so weiter. Also das ist, hat ja einen Ganzkörpereffekt, dieser Vergiftungszustand. Wir reden immer von der Leber, weil die natürlich entgiftet und am Rödeln ist die ganze Zeit. Ja, da tut sie, aber das hat natürlich auch einen Impact auf alle anderen möglichen Organe und Peripherien in deinem Körper. Ist ja klare Sache. Ne? So weißt du ja auch. Aber ist halt auch so ein gesellschaftliches Tabu-Ding, ne? Das ist halt auch wahr. Aber wir sind ja hier, uns auszusprechen, um was es dabei geht. Ne? Und da geht es einfach darum, bevor wir jetzt wieder die große Veränderung einläuten, erstmal gewahr sein, ehrlich sein, ja, so ist das Ganze. Dann dröseln wir das mal auf in die unterschiedlichen Ebenen des Beeinflussens, wenn es darum geht, ne, wenn wir abnehmen wollen und gesünder werden wollen. Und dann überprüfen wir langfristig, was brauchen wir denn davon wirklich noch. Lass es dir gut gehen, freue mich von dir zu hören. Gerne melden, wenn du Hilfe willst, findest hier irgendwo einen Link. Bis bald, dein Jan.